Okay. Was sind das für Was Beinlinge? sind das für Beinlinge? Ein magischer Stoff? Sehr seltsam. Der muss sehr alt sein. Ich habe sie bei einem Goblin gefunden. Der wird sie wohl irgendwo gestohlen haben. Das ist Windläuferstoff. Eine sehr alte Elfenarbeit. Er befähigt den Träger, sich so schnell zu bewegen wie der Wind. Könnt ihr diesen Stoff verarbeiten? Dumme Frage. Was glaubt ihr, wen ihr vor euch habt? Natürlich kann ich das. Ich werde euch eine feine Hose daraus schneidern. Und das schneller, als ihr euren offenen Mund wieder zuklappen könnt. Ich. Seht ihr? Schon fertig. So, nun packt euch, bevor Meister Zerbo mich dabei erspäht, wie ich Geschenke verteile. Vielen Dank. Ja, sehr schön. Als ob sie nicht selber hier das die Hosen anhat. Toller Wortwitz. Gaba schickt mich mit dieser Robe. Gaba schickt mich mit dieser Robe. Wie sieht denn die aus? Habt ihr sie durch die Schlünde von Bagagor geschleift? Da ist nichts mehr zu machen. Völlig hoffnungslos. Es sei denn, naja, mit Felsspinnenseide ginge es vielleicht. Ich müsste einige Teile ersetzen, aber sie ließe sich zumindest retten. Bringt mir die Seide der Felsspinne und ich werde sehen, was ich tun kann. Bringt mir die Seide, wenn ich die Robe flicken soll. Felsspinnen findet ihr in den nördlichen Windwallbergen. Gut. Das heißt, Quests neue. Also einmal Zauberwerk, erbeutet Seide von Felsspinnen. Ja, die Näherin benötigt die besondere Seide von Felsspinnen, um die Robe richten zu können. Die Spinnen gibt es in den nördlichen Windwallbergen. Oh, und wir haben eine magische Hose erhalten. Die sollten wir auch gleich mal. Ja, magische Hose. Puh, die ist cool. Bändigkeit, Geschicklichkeit, Laufen, Kampf. Könnten wir ihm hier zum Beispiel auch die Rotseidenhose. Nee. Doch, die Rotseidenhose. Sie kann sie nicht tragen, weil sie nicht Stufe 6 ist, aber er kann sie tragen. Gut. Du kannst zum Beispiel den Elektrumhelm tragen. Und wir können den nicht verwenden. Ach so, weil wir leichte Rüstungen noch brauchen. Beschädigter Kämpferhelm, den können wir verkaufen. Der ist nicht sonderlich gut. Und ja, Ringe müssen wir noch auch mal gucken. Also ja, ziemlich viel Zeug, was wir verkaufen können eigentlich. Stumpfes Kurzschwert. Oh, der Seelenstachel hat Mana-Entzug. Das ist praktisch. Aber ja. Warum sollte man ein geschärftes Kurzschwert tragen, wenn ein stumpfes Kurzschwert eigentlich genauso gut ist? Okay, 6 bis 9, ein bisschen mehr Minimalschaden. Gut, dann geben wir jetzt noch die Wundtinktur ab. Ich sehe ansonsten in Graufurt keinen Questgeber mehr, der uns gerade was bringt. Und ja, bei ihr können wir dann auch mal das Zeug verkaufen, was wir so nicht mehr benötigen. Leider kann ich euch nichts anbieten. Flan Gondersen ist noch immer nicht mit der Lieferung eingetroffen. Ich glaube, ich habe hier eine Kiste für Ich euch. glaube, ich habe hier eine Kiste für euch. Meine Lieferung! Endlich! Wie soll ich euch nur dafür belohnen? Meine Kasse ist leer. Wartet, ich weiß. Hier, nehmt diese Tinktur. Sie hat große Heilkraft und wird überall geschätzt. Ja, damit haben wir die Wundtinktur für die Quest. Die Wundtinktur. Die verwundeten Elfen aus. Ja.
das kennen wir ja schon. Wir haben nur abgeschlossen. So, dann sehen wir mal. Was hast du denn? Achso, das ist Zone des Lichts. Das wäre göttliche Heilung. Göttliche Heilung ist so ein verdammt starker Zauber. So, bei ihr könnten wir allerdings verkaufen. Also die beiden schon mal. Na komm, den können wir auch verkaufen, den Kämpfer. Aber hier können wir verkaufen. Das Zeichen der Faust. Kaufen wir auch mal. Und der Amethyst scheint besonders zu sein, weil so viel wertvoller wie er ist. Also verkaufen wir lieber hier ein paar Amethysten. Die Münzen und die Opale bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Grünes Juwel bin ich mir auch nicht so sicher. Da ist noch ein Opal. Verkaufen wir mal Nebelquarze. Ein Lapis Lazuli können wir auch verkaufen. So. Sieht schon besser aus. Heilzaubermäßig können wir die beiden mal verkaufen. Den haben wir auch doppelt. Und ja, die Zauber, die verkaufe ich an irgendjemand anderen. So, jetzt sind wir mal ein bisschen was an Quest-Items losgeworden schon mal. Jetzt sehen wir doch mal das Portal zurück zum Runenmonument. Also den Seelenstein und teleportieren uns zum Runenmonument zurück. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie stark die Geister aus den Gräbern waren. Ob wir eine Chance haben, die zu besiegen oder nicht. Kann nämlich sein, dass wir das noch nicht haben. Das erste Grab war nämlich gleich hier, in der Nähe des Monuments. Das können wir also gerade gucken. Können vorher speichern am besten. Naja, eigentlich müssten wir in die Windwaldberge, aber das hat jetzt keine so große Eile. Ich meine, wir waren jetzt damit eigentlich hauptsächlich beschäftigt, die Main Story durchzubringen. Ja, ein Brummen geht davon aus, den Stein genau untersuchen. Der Name auf dem Stein ist nicht mehr zu entziffern. Eine Stimme, wie ein Echo aus der Ferne, scheint aus dem Stein ein Wort zu sprechen. Guar. Okay, die sind nicht sonderlich stark. Runenkrieger, zu mir! Also gehen wir einmal das Gebiet ab. Das zweite Grab ist nämlich hier. Und ja, wir müssen uns eigentlich keine Sorgen gerade machen. Die Goblins sind ja immer noch alle weg. Das Skelett ist auch weg. Ja, den Stein genauer untersuchen. Eine Stimme. Tar. Standhalten, Männer! Und
Und ja, wir gehen sie gerade auch in der falschen Reihenfolge ab. Eigentlich. Also das war der zweite Grabstein. Die Höhle da gehört übrigens auch noch zu dem Quest. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Im Süden, im Südwesten. Warte, Südwesten. Das war der im Süden. Moment, Südwesten bedeutet, dass er westlich von hier ist. Westen wäre da drüben. Ja gut, weil hier ist auch der Schattenpass zu Ende. Ja, stimmt. Ich glaube, wir hatten den Boten noch bei uns damals. So lange ist es eigentlich noch gar nicht her. Ich bin überrascht, wie schnell wir den ersten Akt eigentlich durch hatten. Und wenn man sich so anguckt, hier hat sich alles regeneriert. Sogar die Tiere. Nachdem wir eigentlich alles abgeholzt und abgeklopft hatten. Ja, und Randolph Weißhand, der steht immer noch hier rum. Seit Tagen, Wochen ohne Essen und Trinken. Naja, gut, wenn man sich ansieht, wie alt das Spiel ist, ist das noch verzeihlich. Ja, hier haben wir den Boten. Hier haben wir unsere erste Begegnung mit dem Dunklen gehabt. Unsere zweite Begegnung hat Oroen leider getötet. Ja, da ist der letzte Stein gewesen, genau. So, den Stein untersuchen. Das Echo sagt Shin. Also wir haben Gua, Shin und Ta. Gua, Ta, Shin. So, Echos. Kehrt zu Sandor zurück. Die seltsamen Geräusche scheinen stimmt zu sein, wie Echos. Während ich das vorlese, können wir auch laufen. Diese seltsamen Geräusche scheinen stimmt zu sein, wie Echos aus der Vergangenheit. Knöcherne Wächter haben diese seltsamen Orte bewacht. Wie es scheint, hat Sandor nicht alles berichtet, was er wusste. Ja, Wundtinktur. Das heißt, als nächstes sollten wir den Elfen dann die Wundtinktur. Sollten wir am besten gleich machen. Weil das, was wir hier noch machen können, hat Zeit. Ich meine, wir müssen eh nachher wieder hierher und durch das Portal durch. Also können wir erst das auf den anderen Maps noch erledigen. Also nach Eloni, die Elfensiedlung, wollen wir.
Ja, hier gibt es natürlich nichts mehr Neues. Nein. Für dich haben wir auch keine Pelze mehr. Ah. Nee. Wo ist sie? Ah, hier ist Svertis. Tag, Svertis. Was wollt ihr von mir? Ja, ich habe eure Wundtinktur. Ich habe eure Tinktur besorgt. Hier ist sie. Oh, Fremde. Ich stehe tief in eurer Schuld. Bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Ein Eisstab.